Hey Freunde, wie geht's, wie steht's und herzlich willkommen zu einem neuen Angelvideo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin gerade auf dem Weg zur Talsperre. Hab gerade mein Auto abgestellt, mein ganzes Zeug angezogen. Bin wieder mit der Warthose am Start. Beim letzten Mal, wo ich hier war, habe ich gemerkt, dass ich mit der Warthose doch nochmal besser an die Spots überall rankomme als ohne. Und da ich letztens keine mit hatte, habe ich gedacht, gut, nimmst du heute mal eine mit. Ihr seht, es regnet ziemlich stark sogar. Aber hier im Wald bin ich noch gut geschützt. Wenn ich dann auf freier Fläche bin, eher nicht mehr so. Mal schauen, ich hoffe, es hört noch auf. Auf der Herfahrt ist es mal ein bisschen weniger geworden. Jetzt wieder ein bisschen mehr. Eigentlich war gar kein Regen geplant, aber wie der Wetterbericht so ist in den letzten Tagen, man kann sich einfach nicht darauf verlassen. Ja, ich hoffe mal, heute geht irgendwas. Ich bin auf jeden Fall guter Dinge. Wir haben eigentlich perfekte Voraussetzungen. Es sind so um die 20 Grad bewölkt, ihr seht es ja selber. Es regnet, es geht ein bisschen Wind. Eigentlich perfekt zum Hechtangeln, ne? Würde man denken. Mal schauen. Ich werde heute auf jeden Fall auch mal ein paar neue Köder ausprobieren. Das ist eigentlich der einzige oder der Hauptgrund, warum ich heute hier bin, mal die Köder auszuprobieren, die ich neu habe. Und zwar aus dem Hause West Inn. Ich bin gespannt, ob ich was fange. Mit den Ködern ist eigentlich Fanggarantie vorprogrammiert. Aber naja, wie das immer so ist, ne? Vorführeffekt, man hat die Kameras dabei. GoPro ist ja auch schon am Start. Und dann beißt wieder gar nichts und man geht einfach mal so eine Stunde ans Wasser und fängt den Fisch seines Lebens. Hoffentlich ist es heute andersrum. Hoffentlich heute Fisch des Lebens und Kamera am Start. Hauptsache der Akku geht dann nicht alle oder die Speicherkarte ist voll. Aber das habe ich natürlich alles im Vorfeld überprüft. So, ich laufe jetzt erstmal noch ein Stück und dann sehen wir uns direkt am Wasser. So, Freunde, an der ersten Stelle angekommen und es hat aufgehört zu regnen. Perfekt. Ich habe mir jetzt auch direkt mal den Bulltees hier fertig gemacht. Sieht schon gut aus, ne? Jetzt müssen wir nur noch fangen. Mal gucken. Ich werde jetzt mal in die Rute montieren und dann gibt es auch schon die ersten Würmer. Let's go! Der Bulltees hat an der ersten Stelle leider noch nicht abgeliefert, an der zweiten Stelle auch noch nicht. Und deswegen werde ich jetzt mal umschwenken auf den Kamerad hier, schön im Hechtdekor. Mal gucken, ob das klappt. Ich bin auf jeden Fall sehr zuversichtlich. Wir haben jetzt hier einen schönen Einlauf, da kann ich so einen halben bis Meter reingehen. Ne, eigentlich mehr, so 2 Meter. Und mit Krautbänken, alles drum und dran, mit so Unterwasserwiesen und so. Und dort sollten die eigentlich stehen, die Hechte. Ich habe hier auch schon Fische springen sehen, habt ihr sicherlich auf der GoPro auch gesehen. Ich weiß allerdings nicht, was es war, ob es Karpfen waren, die gerollt sind oder ob es Hechte waren, die gejagt haben. Auf jeden Fall, der eine war schon ziemlich groß. Ich hoffe, das ist auf der GoPro drauf. Ich werde es jetzt auf jeden Fall hier mit dem Kamerad probieren. Hier vorne an der Uferzone ist auf jeden Fall auch sehr viel Brutfisch und da sollten normalerweise auch die Räuber stehen. Mal schauen. Ich schaue jetzt die GoPro an, gehe ins Wasser und dann reißen wir hier so ein Hecht raus.
Ja, Leute, was soll ich sagen? Meine bisherige Köderauswahl hat noch keinen Erfolg gebracht. Nicht der Bulltees, nicht der Swimbait und auch nicht hier der Charlie Spinmat. Obwohl mich der bisher noch nie enttäuscht hat. Also immer wenn ich den rangemacht habe, habe ich auch nicht gefangen. Deswegen werde ich den jetzt mal noch für ein paar Würfe dran lassen. Bisher ist leider noch gar nichts passiert, also nicht mal einen Biss gehabt oder sonst irgendwas. Kein Nachläufer, nichts. Bisschen schade, ich habe mir wirklich hier heute mehr erhofft. Ich muss mal schauen, ich werde dann vielleicht nochmal auf Gummi wechseln. Entweder ich werde mir nochmal ein bisschen was in Bosch-Optik ranmachen. Oder mal was komplett Dunkles. Erstmal zum nächsten Spot laufen jetzt. Dann schauen wir mal, was hier heute noch passiert. Mücken sind auch so langsam aktiv. Aber da verlassen wir uns hier nicht untergehen. Wir kämpfen weiter. So, Freunde, hinter mir geht jetzt so langsam aber sicher die Sonne unter. Wir haben es jetzt 8:45. Ich laufe jetzt zurück zu den ersten Spots und werde dort noch ein paar Würfe machen. Mit Gummi. Mal gucken, ob Gummi dann noch den Erfolg bringt zum Abend hin. Mal schauen. Auf jeden Fall sieht es traumhaft schön aus hier. Es ist schon geil, wenn man einfach hier so im Wasser steht. Überall springen die Fische, nur nicht an den Haken. Und ja, die Wolken ziehen vorbei. Die Sonne geht langsam unter. Ist schon ziemlich fett, kann ich nur jedem empfehlen. Fisch, Freunde, Fisch. Jawohl. Das ist was Schönes. Jawohl, es hat doch noch geklappt, Freunde. Ein schöner Hecht. Ein schöner Hecht. Eingenetzt, Freunde. Ja. Geil. Ich freue mich. Jawohl. Freunde. 73 Zentimeter. Herrlich. Geil, ey. Ich freue mich. Ey, Leute, ich bin so happy. Geil, ey. Geil. Na, wie gesagt, niemals aufgeben, immer weiter probieren. Und am Ende klappt es dann doch. Ey. Am Ende wirst du mit einem schönen 73er Hecht belohnt. Ist das nicht geil? Ein schöner Hecht. Ein wirklich schöner Hecht. Oh Mann, jetzt bin ich wirklich happy. So, Freunde, ich habe es gerade rechtzeitig noch ins Auto geschafft. Habe mich noch fix umgezogen. Jetzt ist es richtig dunkel geworden. Ging dann doch schneller als gedacht. Ich habe noch so die berühmten letzten 5 Würfe gemacht. Ne, nochmal und nochmal und nochmal. Und ja, komm, jetzt machst du wirklich los. Weil es wurde dann wirklich am Wasser selbst schon richtig dunkel. Ich musste ja noch durch den Wald zurück und alles. Ja, aber ich habe es gerade noch pünktlich geschafft. Jetzt habe ich mich umgezogen. Jetzt sitze ich im Auto. Erst mal was trinken. Und ja, jetzt geht's ab nach Hause. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hecht gab's zu sehen. Es gab Fisch zu sehen, Freunde. Ist ja bei meinen Angelvideos ist es ja immer, naja, ich will nicht sagen eine Seltenheit, aber dann schon ein Phänomen, wenn es mal wirklich Fisch zu sehen gibt. Ich angel ja sonst nur Badehosen oder finde tote Karpfen und mache dort einen Kriminalfall auf und sonst irgendwas. Aber dass es mal so einen richtig tabbelnden Fisch gibt, ist ja dann doch eher selten. Aber so ist es halt nun mal beim Angeln. Ich nehme jedes Mal die Kamera mit, jedes Mal die GoPro mit und ja, film einfach drauf los, hoffe, es passiert was an dem Tag oder auch nicht. Und ja, wenn dann doch mal irgendwie eine gute Story bei rumkommt, dann lade ich es halt auch mal hoch, wie jetzt mit den Karpfen oder so. Aber ansonsten, heute ein sehr erfolgreicher Tag. Ich bin happy, ich hoffe, ihr seid es auch, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ja, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, über ein Abo von euch würde ich mich sehr freuen.
Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao. Macht's gut, Freunde.